Die Meilen-Highlights im April 2022 haben ein neues Mitglied, Center Parks. Des Weiteren gehen wir heute auf die Meilen-Schnäppchen ein. Und ganz, ganz wichtig, alte Bekannte sind immer wieder dabei. Also aufpassen. Ja, und ein kleiner Wettbewerb. Mario Hoffmeister, Lars Korsten, wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Gerade in der heutigen Ausgabe geht es natürlich darum, mit den Miles & More Highlights das Punktekonto zum Bersten zu bringen und euch natürlich als Abonnenten zu gewinnen. Denkt dran, damit ihr keine Folge mehr verpasst und ihr immer wisst, was in der Welt der Meilen, der Punkte und des Status los ist, abonnieren, Glocke an, dann kriegt ihr auch wirklich eine Mitteilung und kommentiert doch unten, was ihr von den Angeboten haltet, was ihr von uns haltet. Ich gucke auf Mario, ja. Und geht mit dem ersten Thema los. Ne? Mario, möchtest du das einfach mal machen, weil das ist ja ein alter Klassiker. Ich wollte es gerade sagen, das ist so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch erwähnen sollte, den Willkommensbonus für die Lufthansa Miles & More Gold-Kreditkarte, wo ich ja mal ausgehe, dass die meisten Zuschauer diese längst besitzen oder irgendeine andere Kreditkarte der Lufthansa, um damit Meilen zu generieren. Auf jeden Fall gibt es 15.000 Meilen Willkommensbonus. Ich glaube, den gibt es jeden Monat, oder? Also müsste mich sehr irren. Und dann natürlich für den Kartenumsatz jeweils eine Prämie-Meile pro 2 Euro Umsatz. Und in der Goldkarte sind ja auch einige Dinge enthalten, wie ein Versicherungspaket, Reiserückerstattungsversicherung und so weiter und so fort. Und ja, für die Business-Neukunden gelten oder gibt es dann sogar 20.000 Prämienmeilen und da gilt immer noch eine Meile, ein Euro Umsatz, eine Meile, aber halt nur für Business-Neukunden. Insofern, ich glaube, dieses Angebot wird es wahrscheinlich jeden Monat geben und ja, die meisten von euch werden ja sicherlich in irgendeiner Art und Weise eine Lufthansa Miles & More Kreditkarte haben. Interessant ist das nächste Angebot, die Meilenschnäppchen. Ja, wobei der Aktionszeitraum bis zum 31. Mai ist, also das soll man nochmal sagen, also bis zum 31. Mai hättet ihr Zeit, also wir werden wahrscheinlich nächsten Monat wieder darauf hinweisen, nur aber Glocke anmachen, damit ihr es auch bekommt. Ja, Mario hat es ja schon geteasert. Das nächste ist etwas, was mich persönlich freudig stimmt. Das sind die Meilenschnäppchen. Gott sei Dank können wir die euch schon so früh präsentieren. Und ich würde sagen, lassen wir uns überraschen mit der Business Class. Madrid oder Prag ist Aktionszeitraum. Tschechien, genau. Reisezeitraum ist der 15.05. bis zum 30.06. und der Buchungszeitraum ist wie immer natürlich der Monat, das heißt also der 1. April bis zum 30. April des Monats. Dann gibt es weiter in der Business Class Boston, da ist der Reisezeitraum wie immer bei Langstrecken etwas anders. Da ist der 15.07. bis zum 31.08. Allerdings ist der Buchungszeitraum derselbige 1. April bis zum 30. April. Aber wer in der Premium- in der Ferienzeit immerhin, ne? Immerhin in der Ferienzeit, also nicht schlecht. Na gut, du hast ja Schulkinder, also insofern musst du dich darum kümmern. Und dann, wer Premium Economy fliegen möchte, der kann nach Detroit oder nach Mexiko. Die Meilenwerte unterscheiden sich. 40.000 nach Detroit, nach Mexiko sind es 50.000. Buchungszeitraum bei beiden ist natürlich, wie immer, ich sag's nochmal, April, also 1.4. bis zum 30.4. Reisezeitraum ist 15.7. bis zum 31.8. Und damit Marius nicht sagen muss, es ist immer also in der Ferienzeit die Reisezeit. So ist das. Economy Class, Thessaloniki gehe ich gar nicht drauf ein mit den 15.000 Meilen, aber ich gehe drauf ein. Es gibt nämlich Chicago und Montreal in der Economy Class. Da haben wir vom 1. April bis zum 30. April den Buchungszeitraum. Ihr wisst das jetzt, also ich fange das nicht mehr an, mit Buchungszeitraum zu sagen, sondern vom 15.07. bis zum 31.08. 30.000 Prämienmeilen oder 40.000 Prämienmeilen nach Singapur. Reisezeitraum selbiger. Ja, das sind die ersten Schnapper zu dem Meilen-Schnäppchen, aber da werden wir dann wahrscheinlich noch mal mehr zu machen, wenn sie alle rauskommen.
Ja. So. Ja, Mario, lass mich noch mal den nächsten machen. Ich mache noch den nächsten, weil dann leiert sich das nicht so aus bei dir, weil das müsstest du ja auch dann wieder zum x-mal machen. Dafür darfst du den neuen Partner dann vorstellen. Es gibt wie immer natürlich doppelte Status- und Tonnenmeilen. Die Aktion geht bis zum 30.06. Für alle, die es nicht wissen, gilt natürlich auch auf Flügen der Austrian Airlines, auf Flügen der Lufthansa, Swiss Air, Dolomiti, Brussels Airlines, Edelweiss, Eurowings, Discover, Croatia, LOT, Polish und Lux Air. Und es gibt natürlich auf der Langstrecke nochmal zusätzlich 2000 Meilen. Gilt übrigens nicht bei Meilenschnäppchen, weil das ja kein meilenberechtigter Flug ist. Ja, Mario, dann lasse ich dir jetzt mal die Honors, die nächsten beiden zu machen. Ich sehe auch schon den zweiten, der danach kommt. Den hast du letztes Mal so gerne gemacht. Aber mach erst den neuen Partner und dafür gebe ich dir auch mal ein Vollbild. Ach, das ist ganz reizend. Ja, der neue Partner, du hast es schon angeteasert, sind die Center Parks. Und da gibt es bis zu 10 Meilen pro 1 Euro Umsatz. Das ist natürlich eine ganze Menge. Hier ist der Buchungszeitraum auch der 1.4. selbstverständlich. Aber der geht bis zum 30.6. Und der Reisezeitraum, und das ist, denke ich, ganz interessant, ist unbegrenzt. Also gutes Angebot. Und ja, Center Parks, 27 Ferienparks in Deutschland und das Angebot gilt nicht nur für die deutschen Parks, sondern auch für die in Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Ja, und wer vorhatte, ohnehin in diesem Jahr in die Centerparks zu fahren, sollte das unbedingt dann über die Meilen machen und 10 Meilen pro 1 Euro Umsatz bekommen. Das ist, finde ich, ein ziemlich guter Deal so zum Einstieg. Und den zweiten soll ich auch gleich machen. Es geht wieder um Kunst. Genau. Um Kunst. Das ist bei weitem nicht das Thema von Herrn Korsten. Es gibt wieder Unikate weltbekannter Künstler bei Goya und Goya. Und dort gibt es 6 Meilen pro 1 Euro Umsatz. Auch nicht schlecht. Und diese Aktion gilt allerdings exklusiv für Kreditkarteninhaber und Inhaberinnen. Und der Aktionszeitraum natürlich auch hier 1.4. bis 30.4. Also wer noch etwas für zu Hause braucht, um es sich irgendwo hinzuhängen oder hinzustellen, der kann Kunst bei Goya und Goya kaufen und bekommt 6 Meilen pro 1 Euro Umsatz. Und wir wissen, Kunst kann teuer sein. Insofern könnte das eine gute Meilenausbeute werden. Ja, wo ich eher einkaufen würde, wäre bei Amazon. Amazon hat natürlich auch im April 5-fache Prämienmeilen auf Amazon-Gerät. Ihr wisst das ja, Echo, Alexa und wie der ganze Amazon-Eigen, ich hätte jetzt fast gesagt, Quatsch. Nein. Heißt, ich bin nicht so ein Freund von Kindle und Fire. Also da bin ich, tut mir leid, ich bin so ein Apfeljünger. Ich habe hier mein Siri. Hey Siri. Siehst du? Geht. Und es gibt dann natürlich auch 5-fache Meilen auf die Kategorien Baumarkt, Garten, Möbel, Haushalt, Wohnen und auf den monatlichen Gesamteinkauf ab 500 Euro gibt es zusätzlich doppelte Meilen. Das heißt also, wenn ihr Möbel kauft, seid ihr auch schnell dabei. Und wer sich für den Abschluss eines Amazon Music Unlimited Abonnents entschließt, was glaube ich im Rahmen von Prime keinen Sinn macht, ne? Bekommt 500 Meilen extra und Neukunden erhalten nochmal extra 2000 Meilen. Aktionszeitraum ist hier wie immer auf den April beschränkt, 1.4. bis zum 30.4. Ja. Weiter geht es mit Online-Shopping. Ich mache das einfach mal durch, weil ich gerade im Redefluss bin. Nochmal. Ich mache das immer einfach spontan. Otto ist der Shop des Monats. 6-fache Meilen sammeln 15-fache Meilen gibt es sogar bei Doc Morris, aber nur am 16. und am 17. April. Ansonsten gibt es 10-fache Meilen bei Kfz-teile24.de, das auch nur am 16. bis zum 17. April. Ist irgendwas Besonderes am 16. und 7. April? Ist da Ostern? Weiß es gar nicht. Was ist denn da überhaupt? Was ist das überhaupt für ein Tag? Ist da Ostern? Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung, aber warum die alle... Naja, auf jeden Fall haben die halt 10-fache Meilen bei Hernerstatter, Bergzeit, Bernstanglas, Allclay, Dame Baldo, genau solche Sachen. Das ist alles bei Otto, dann 8-fach bei so Onet, bei Schleich, Loctane-Inhaber einer Meister-Mauer-Kreditkarte kriegen sogar 9-fache Meilen anstatt nur 8-fache Meilen.
ist ein Burner. Sechsfache Meilen bei Peter Hahn, bei Westfalia Connox. Fünffache Meilen bei Kfz-Teile.de, aber ganz wichtig, denkt dran, am 16. und am 17. gibt es die Zehnfachen. Und dreifache Meilen bei Apple, das ist wieder für mich. 25. bis 30. April ist der Aktionszeitraum der ganzen Aktion, wenn es die Aktion gibt, ist aber für alles, außer bei einigen Ausnahmen, der 1. bis zum 30. April. Ja, Mario, ist da irgendwas gewesen, wo du sagst, das war prickelnd? Ach ja Gott, wenn man gerade was braucht, ist das sicherlich nicht verkehrt. Vielleicht für den kommenden Sommer eine neue Ray-Ban-Sonnenbrille oder was für einen Garten. Also da ist sicherlich für den einen oder anderen was dabei. Ich brauche es im Moment nicht, aber könnte ja sein, dass ich spontan noch irgendetwas brauche. Und dann erinnere ich mich hoffentlich an diese Schnäppchen. Ja, weiter geht's mit Best Western. Da gibt es doppelte Prämien pro Aufenthalt. Wichtig ist immer bei diesen Sachen, dass ihr wissen müsst, die Aktion läuft vom 1.4. bis zum 30.5. Und wichtig ist, das ist eigentlich das, was noch wichtiger ist, ist, wenn ihr bei Best Western Rewards sammelt, dann kriegt ihr da keine Punkte, Meilen oder sonst was. Es gibt auch keine Status-Benefits, weil das etwas anders ist. Jetzt geht's weiter mit einem Thema, was eher Mario zuzuschreiben ist, weil er kann lesen. Ja, weil das ist auch keine Bild-Zeitung in dem Falle, sondern es ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung und hinter der steckt da bekanntlicherweise immer ein kluger Kopf. Und da gibt es 44.000 Prämienmeilen für ein Abo, geht über 12 Monate und auch hier der Aktionszeitraum vom 1.4. bis 30.4. 44.000 Meilen, das ist nicht schlecht und inkludiert ist auch noch ein zusätzliches Magazin, das FATS Quarterly, ist inklusive, ist so ein dickes Ding immer, muss man schon viel Zeit mitbringen, aber ist halt mit dabei und es gibt 44.000 Meilen. Ja, das nächste sollst du auch machen, weil ich glaube, dass das auch get your guide, ja. Das ist ja auch eine interessante Sache. Wenn man Abenteuer sucht, kann man sich bei Get Your Guide über 60.000 Touren, Aktivitäten und Erlebnisse auf der ganzen Welt buchen, was immer das sein mag. Und dort sammelt man bei Get Your Guide 5 Prämienmeilen pro 1 Euro Umsatz. Ist das sowas wie Jochen Schweizer für Touren? Ich weiß es nicht. Auch hier der Buchungszeitraum 1.4. bis 30.4. Wen es interessiert und wer eine Tour buchen möchte, zumindest in dem Zeitraum, der kann das tun, denn der Reisezeitraum ist auch flexibel. Also auf eine Tour buchen und dann geht es los. Ja, was ich spannend fand, war, dass die da promoviert haben, dass es auf lokale Weinberge, versteckte Märkte oder Kunstmuseen gilt. Und als ich Kunstmuseum gelesen habe, war ich weg. Da war mir das mit den 5 Meilen pro Euro war vorbei, weg. Also ich war natürlich drin, als ich lokale Weinberge gelesen habe. Aber gut. Ja, so hat jeder sein Kreuz zu tragen. Das letzte Angebot, was wir euch heute feilbieten wollen, ist ein kostenloses Angebot eigentlich, weil es ist ein Ostergewinnspiel. Hinter jedem Osterei versteckt sich eine Frage rund um das Reisen, aber auch um Osterbräuche. Und man kann sich durch diese Rallye klicken. Und dann kann man halt irgendwann das richtige Lösungswort rausbekommen. Das Lösungswort gilt wiederum als Rabattcode, mit dem es 20% Meilennachlass gibt auf große Teile des World Shop Tournaments. Und zusätzlich, wer dieses ganz geheime Wort, und wir wissen es wirklich nicht, herausfindet, kann einen Aluminium-Remover-Koffer im Wert von 850 Euro gewinnen. Ja, die Kabine. Für die Kabine. Genau, für die Kabine. Das ist der, den Mario auch hat. Sie. Genau. Und wer nicht so glücklich ist, dass man den Original-Aluminium-Koffer gewinnt, kann trotzdem noch zweimal den Hybrid-Koffer in der Edition Kabine im Wert von 650 gewinnen. Ich glaube, das ist der mit diesen Metallecken, aber ansonsten PVC. Ne? Ja. Ja, der PVC ist es nicht, Kunststoff. Aber ihr wisst, was ich meine. Nein, das ist auf jeden Fall auch Kunststoff. Ja. Also 3 Koffer zu gewinnen von Remover, das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Und wer das Lösungswort hat, kann es natürlich unten posten und gewinnt aber trotzdem nichts.
Leider nein, aber 20% Meilennachlass gewinnt er immerhin dann. Eigentlich jeder, der das dann nutzt, ne? Also. Natürlich. Ja. Wollen wir einfach mal raten, was das Wort sein könnte? Keine Ahnung. Ich habe mir ja die Ostereier noch nicht angeschaut, insofern, aber es könnte vielleicht Schokohase sein. Mein Schnäppchen sein. Oder Osterhase. Schokohase. Oder. Ich weiß nicht, schreibt einfach unten in die Kommentarspalte, wenn ihr das nicht wisst, was es sein könnte, wenn ihr es wisst, was es ist. Und ich sage jetzt einfach, für heute reicht es, mit 3 Sendungen aufzunehmen, ne Mario? Ja, natürlich. Wieso heute? Gestern, vorgestern, vor einer Woche. Ist egal, es ist verwirrend. Wenn man vorproduziert. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, einen schönen 1. April und lasst euch nicht in den selbigen schicken. Ganz genau und ganz wichtig, also die Angebote, die wir euch vorgestellt haben, die gelten auch morgen. Das ist also kein April-Scherz. Es ist so, wie es ist. So ist es. Ja. Absolut. Tschüss. Ciao. Ich mache dann mal hier Finish und bin raus.